Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Ice Motorcycle Repair. Ja, liebe Leute, wer jetzt glaubt, der sitzt da irgendwo im Urlaub, der hat sich getäuscht, der sitzt im Garten und das nämlich schon seit über 2 Wochen. Ich habe vor kurzem eine Operation gehabt und wer den Namen, der Namen Steißbeinfistel was sagt, der wird wissen, um was es jetzt geht. Das ist wirklich was, das was einem wirklich sozusagen am Arsch geht. Und das trage ich jetzt seit 20 Jahren mit mir und jetzt habe ich mir gedacht, wenn es mir schon so dreckig geht, dann kann es mir gleich noch dreckiger gehen und ich mache jetzt endlich einmal die Operation. Beim Vorgespräch hat man mal gesagt, dass das die Heilung 2 Wochen dauert, weil das wieder zugenäht wird und ich ungefähr 4 Wochen, 5 Wochen vielleicht nicht aufs Motorrad kann. Also da hat man schon ein bisschen so, ja, überlegt. Und ich habe den Glauben geschenkt und habe mir gedacht, okay, dann ist halt der Juni jetzt für mich gelaufen, kann ich nicht aufs Motorrad. Und dafür habe ich dann was weg, das was mir schon 20 Jahre quält. Und ja, glaube einen Arzt, dann bist du schon erledigt. Und jetzt ist das Endergebnis, dass ich wahrscheinlich 8 Wochen nicht aufs Motorrad kann. Die Wunde heilt schlecht, ich weiß nicht einmal, ob es nach 8 Wochen geht. Vielleicht schon früher, weiß nicht, ich hoffe, ich mache jetzt wirklich alles. Aber ja, die Zeit sieht nicht so aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich quäle mich da jetzt auch ein bisschen mit dem Sitzen. Ich habe da Polster untergelegt. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das ist heute nicht das Thema dieses Videos und auch nicht das Thema, warum ich jetzt heute da sitze, obwohl es mir eh alles weh tut, sondern es geht um ganz was anderes. Ich fahre öfter mit dem Motorrad, ich bin öfter mit dem Motorrad unterwegs und da ist mir eins immer am Nerv gegangen. Und zwar, dass ich einen Sessel brauche oder einen Sessel haben möchte, den ich mitführen kann mit dem Motorrad und dass ich mir endlich irgendwo hinsetzen kann, wo irgendein schöner Platz ist, wo der Pause machen kann und meistens gibt es da nichts zum Sitzen und man muss irgendwo am Boden setzen oder sonst irgendwas und da wollte ich immer, im Kopf ist mir immer rumgeschwirrt, ich möchte irgendeinen Sessel haben, wo ich mich da draufsetzen kann, den was ich mit dem Motorrad leicht mitnehmen kann. Und keine Angst, es geht nicht um diesen Sessel, den was ich da drauf, auf dem was ich sitze, den kennen Sie ja wahrscheinlich von jedem Baumarkt, das sind so 10 Euro Sessel, die was man sich kaufen kann. Und fürs Auto recht super zum Mitnehmen, wenn ich einen Platz habe, aber fürs Motorrad sicher ungeeignet, weil wer will sowas mitnehmen, das ist ja kein Mensch. Und da habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und bin dann auf einen Sessel gestoßen, der was wirklich für mich genial ist, was ich sage, den kann ja jeder mitnehmen. Und zwar habe ich den versteckt da hinten, hinter den Sessel und man glaubt es nicht, aber da in diesem kleinen Paket ist wirklich ein Sessel drinnen. Das Video möchte ich gleich dazu sagen, das ist keine Werbung. Ich werde jedes Video kennzeichnen, was eine Werbung ist, wo irgendwer im Hintergrund steht. Aber das ist wirklich ein Video wieder, wie es von mir kennt, wenn ihr irgendwas findet, was Tolles, was mir gefällt, dann mache ich ein Video drüber. Denn das möchte ich euch nicht vorbehalten. Es gibt ja auch viele Motorradfahrer, die was mit Zelt unterwegs sind und nicht so nobel wie ich in Hotel oder in einem Apartment wohnen. Und ich muss ehrlich sagen, mir wird das Zelt, mein Zelt unterwegs sein auch einmal interessieren. Ich möchte es irgendwann einmal machen. Und vielleicht habe ich die Chance noch in diesem Sommer, dass ich mich aufs Motorrad setze und irgendwo ein paar Tage hinfahren kann mit einem Zelt. Und dass ich mal vielleicht wegkomme von den Ganzen hier. Ihr wisst ja, mit meiner Gesundheit das ist nicht so rosig und vielleicht hilft mir das. Aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos, sondern dieser Sessel ist das Thema des Videos. Und zwar ist der von der Firma Wolf Weiß. Ich sage es ganz einfach, weil sehr viel da drauf steht. Und ihr dann in der Beschreibung dann habt einen Link drinnen, wo es den Sessel bekommt. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. So, machen wir mal dann das Ganze auf. Nehmen wir mal den Sessel herauf. Das ist das Gestänge. Und das ist die Sitzfläche. Und jetzt bauen wir den Sessel mal auf. Ich meine, das ist wirklich ganz einfach. Da gibt es einen Klettverschluss. Da kann man auch nichts falsch zusammenbauen. Also das geht eigentlich wie von alleine. So. Und ich meine, Sesseln gibt es viel, aber das ist halt ein Sessel, der hat auch wirklich eine Qualität. Also wenn man das ganze Teil da in die Hand nimmt
und auch diese Kunststoffteile anschaut, die sind wirklich hochwertig und wirklich stabil und gebaut. Also das ist nicht irgendwas, das was gleich wieder abreißt, wo man Angst haben muss, da setzt man sie drauf und das bricht zusammen. Nein, das ist es nicht. Und die Tragfähigkeit von diesem Sessel ist, glaube ich, jetzt 110 Kilo. Ich schreibe es euch dann in die Beschreibung nochmal rein. Und die genauen Masse findet ihr ja auch in der Beschreibung. Wie gesagt, 110 Kilo, ich glaube, da finden die meisten von uns drauf Platz und da wir keine Angst haben brauchen, dass er da mit dem Sessel zusammenbricht. So, ich stelle das einmal jetzt daher und jetzt kommt der Sitz selbst. Also das ist wirklich alles hochwertig und das ist wirklich alles so gemacht, dass wirklich, ja, dass man wirklich keine Angst haben braucht, dass das schnell kaputt geht. Der Sessel hat momentan einen Preis von 30 Euro und ich muss ehrlich sagen, für mich gerechtfertigt, weil wenn ich heute was kaufe, das was ich lange Freude habe, dann ist mir das wert, dass ich ein paar Euro drauflege, bevor ich mir da irgendeinen Schrott kaufe. Um ein paar Euro kann man dann dreimal was kaufen, dann ist das Geld auch weg. Aber das ist wirklich was, das muss ich sagen, das ist vom Motorradfahrer, muss ich sagen, ist das top. Ja, das hängt man einfach damit die Schlaufen ein. Die Spannung ist da ein bisschen, ist da sehr groß am Anfang. Da kann man die untere Halterung rausziehen, wenn man die einhängt und drückt es dann unten rein. Da geht auch, dass ich nicht aus der Kamera aus dem Video rausgehen. Geh. So. Und schon ist der Sessel fertig. Und das ist für mich ist das wirklich grenzgenial. Und ich setze mir jetzt einmal drei darauf, ohne Polster. Ja, also, und das Teil hält. Also natürlich, es ist kein Luxussessel oder irgendwas, ja, also das darf man sich nicht erwarten. Also in einem Wohnzimmer sitze ich sicher bequemer, aber es ist ein Sessel, wo ich mich wirklich dann irgendwo hinsetzen kann und einfach einmal irgendwo die Aussicht genießen. Ich habe jetzt nicht viel gefunden, was ich denn an den Sessel jetzt negativ bewerten kann. Das Einzige ist vielleicht, dass da unten diese Gummifüßchen da leicht abgehen, aber die kann man ja irgendwo wieder ankleben. Also die kann man gleich von Haus aus ankleben, dass nicht irgendwo da abfallen und man die verliert. Aber sonst ist das ganz toll. Beigelegt sind noch zwei so Karabiner und man hat auch hier auf der, an der Tasche links und rechts zwei so Schlaufen, wo man mit den Karabiner da die Tasche irgendwo anhängen kann oder befestigen kann. Man kann auch mit die Karabiner da die Tasche da irgendwo am Sitz befestigen. Das ist alles möglich. Und hier haben wir noch Haltepunkte von der Tasche her, da wo man mit Zugurten durch kann und die Tasche am Bike befestigen. Also das ist wirklich, das Ganze ist wirklich durchdacht. Ich glaube, da hat man Freude damit. Zerlegt ist der Sessel genauso schnell wie aufgebaut. Zieht den einfach raus. Nimmt die Stangen raus. Es geht wirklich alles fix. Dann hat man hier wieder den Klettverschluss, damit das Ganze auch da hält. Klärt. So. Schmeißen wir alles wieder rein. Hoppala, den müssen wir auch noch rein. Also ihr seht wirklich, also das geht ruckzuck. Das kann man auch einmal irgendwo, wenn man kurz Pause macht, kann man den Sessel da rausholen. Und
und das ist alles wieder verstaut. Also das ist wirklich, meiner Meinung nach, ist das wirklich eine Sache, die was man sich mal kaufen kann, um die 30 Euro. Und das ist egal, ob ich jetzt da irgendwo hinfahre mit dem Auto fischen oder ob ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Also ein kleines Packmaß macht immer Freude. Und das kannst du sogar mit dem Fahrrad mitnehmen und wird man sicher auch irgendwo draufhängen können. Also der Sessel ist für mich wirklich eine super Geschichte. Leute, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank. Jetzt sind wir wieder am Ende. Das war ein ganz schnelles Video. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwas finde, das was mich fasziniert oder das was mir gefällt, dann zeige ich euch das natürlich. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu auf meinem Kanal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, gleich neben die Glocke zu aktivieren. Daumen hoch, freut mich natürlich immer. Nettes Kommentar natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye, Motorcycle Repair. Tschüss.